vereiste Flüsse. Während viele von euch sich über das Winterwetter mit Schnee freuen, haben die Schiffe auf den Flüssen in Deutschland derzeit ein großes Problem. Sie können nicht überall fahren, weil die dicke Eisscholle, die das Wasser bedeckt. Deshalb wurden einige Flüsse wie die Elbe, die Mosel und die Oder an den am schlimmsten vereisten Stellen für Schiffe gesperrt. Bei der Elbe war dieses Stück 100 Kilometer lang und auf der Saar sogar 150 Kilometer. Nun sind ganz besondere Schiffe auf den Flüssen unterwegs, die Eisbrecher. Sie können das Eis durchstoßen und den Weg frei machen. Und damit gebe ich ab zum Wetter mit Sahne. Und nun das Wetter für Donnerstag, den 15. Januar 2008. Zunächst ist es vielerorts stark bewölkt oder trüb. Vereinzelt fällt etwas Schnee. Im Tagesverlauf lockert die Bewölkung nur zögernd auf. Mancherorts scheint aber die Sonne auf längere Zeit. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen 4 Grad im Westen des Saarlandes und 5 Grad in Neunkirchen und Umgebung. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Ost. Das schönste Wetter wird es im südöstlichen Saarland geben. Hier können sich alle auf ein wenig Sonne freuen. So, das waren unsere Nachrichten und das war das Wetter. Ihr habt ja die schöne Karte davon gesehen. Und jetzt haben wir noch unsere letzte Kinderwetter-Reporterin, das ist die Julia. Und da hat sich ein Gast bei uns angekündigt, das ist der Herr Professor Tack. Und der wird euch und vor allem der Julia natürlich gerne alle Fragen beantworten, die sie ihm stellen wird. Ich versuche das Ganze ein bisschen zu organisieren. Also im Augenblick habe ich mal einen Plan gemacht, an welchen Tagen im nächsten Semester Kinderuni ist und ab welchem Datum ihr euch anmelden könnt und wann das Programm fertig ist. Und dann versuche ich natürlich Leute zu kriegen, die auftreten und die hier was machen und die hier was erzählen. Warum macht ihr eigentlich die Kinderuni? Oh, da gibt es eine ganze Menge Gründe. Also zum einen meinen wir, dass es ganz gut ist, wenn ihr die Uni auch mal von innen sehen könnt. Wisst ihr, die Uni, das ist ja so ein Ding da draußen im Stadtwald und weit weg von Saarbrücken, von der Stadt. Und wir dachten, wir sollten euch die Gelegenheit geben, doch mal in die Uni reinzuschauen und zu gucken, was es da Spannendes zu erfahren gibt. Und die zweite Idee ist, ihr sollt auch ein bisschen mal sehen, dass Wissen eigentlich Spaß macht. Das ist ja anders als in der Schule. Ihr werdet ja nicht abgefragt, ihr müsst keine Hausaufgaben machen. Wir wollen einfach, dass es euch Spaß macht, hier eine Menge zu lernen. Wie viele, circa wie viele Kinder nehmen denn jedes Semester an der Kinderuni teil? Ja, das schwankt ein bisschen. In diesem Semester sind es ungefähr etwas über 700, die sich angemeldet haben. Es waren schon mal mehr ganz am Anfang. Du weißt ja, wenn das neu ist, dann kommen ganz viele Leute und wenn es sich so ein bisschen eingefahren hat, dann wird es etwas weniger. Aber das ist so ungefähr die Zahl, so um die 700, die wir jetzt schon einige Zeit lang haben. Und woher bekommen Sie die Professoren, die Vorlesungen halten? Oh, das ist die schwerste Frage. Also wir machen es so, dass wir von Zeit zu Zeit allen Professoren einen Brief schreiben und fragen, hat nicht jemand Lust von euch? Und nun gibt es natürlich nur ein paar, die Lust haben und die waren inzwischen alle schon mal dran. Und deswegen wird das jetzt immer schwieriger und dann muss man sich so ein bisschen umhören, man muss mit Leuten reden, kennst du einen, von dem du meinst, der könnte das gut machen? Und wenn ja, dann versuche ich den anzusprechen, dann schreibe ich dem mal eine Mail und sage, hättest du nicht mal Lust? Und manchmal klappt es, manchmal nicht. Das ist eigentlich so die meiste Arbeit, die ich habe. Leute, vielen Dank. Es ist schwierig, die Vorlesung und die Projektion so herzustellen? Oh ja. Das kostet vor allem ziemlich viel Zeit. Weißt du, es ist ja so, Professoren sind normalerweise gewöhnt, vor Studenten zu reden, die eine ganze Menge schon wissen und die Professoren wissen auch so ungefähr, was die Studenten schon wissen oder zumindest, was sie schon wissen sollten und dann kann man darauf aufbauen. Aber bei Kindern muss man sich überlegen, was wissen die alles noch nicht und was muss ich alles erklären? Und dann muss man auch überlegen, wie erzähle ich es denen so, dass sie es verstehen.
Und das ist eine ganze Menge Arbeit, das wirklich so vorzubereiten, dass es hinterher so spannend wird wie heute zum Beispiel. Und zukünftig, was ist da geplant? Wir wollen weitermachen. Wir freuen uns, wenn mehr Kinder kommen. Wir hoffen, dass die Kinder, die hier zur Kinderuni kommen, wenn sie etwas älter sind, auch bei unseren anderen Programmen teilnehmen. Wir haben ja auch so eine Art Schüleruni in bestimmten Fächern. Da kann man in Labors arbeiten, da kann man in der Physik eine ganze Menge machen und all sowas. Also wir möchten ganz einfach, dass die Kinder, die hier sind und die Uni kennenlernen, vielleicht ein Stück weiter hier bei uns bleiben und irgendwann dann auch mal unsere Studenten sind. Vielen Dank. Bitte sehr, gerne schön. Das war's schon mit unserer kleinen Sendung heute. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich als allererstes mal für das Publikum, für den tollen Applaus, den ihr uns hier gebracht habt. Bei den Kamerajungs. Die haben das auch sehr, sehr schön gemacht. Ich fand, wir haben sehr schöne Bilder gemacht. Bei unseren Kinderreporter, Julia mit dem Interview, Philipp mit den Nachrichten und jetzt habe ich den letzten Namen vergessen. Dana. Dana mit dem Wetter. Deswegen haben wir hier die schönen Bilder gesehen. Auch für euch beide natürlich ein dicker Applaus.